Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, der Herbst steht vor der Tür, das heißt, es wird auch am Abend schon wieder früher dunkel. Und das heißt, spätere Läufe, du bist weniger sichtbar. Man sollte, gerade wenn es dunkler wird, vorsichtiger sein beim Laufen, damit man den Lauf auch sicher und ohne Probleme beenden kann. Deshalb gibt es heute wieder ein paar Tipps, wie du auch in der Nacht gut durch deine Laufrunden kommen kannst. Zuallererst solltest du deine Umgebung bewusst wahrnehmen. Du solltest immer die Zeit haben oder auch die Möglichkeit haben, reagieren zu können. Das heißt, auch wenn es vielleicht schwierig ist, gerade wenn man vielleicht eher im Dunkeln laufen geht, die Kopfhörer mal lieber zu Hause lassen, weil man mit den Kopfhörern einfach von der Umgebung viel weniger wahrnimmt. Man hört nicht mehr, ob vielleicht von hinten jemand ankommt, ob ein Auto gerade hinter dir fährt oder ähnliches. Deshalb lieber die Musik zu Hause lassen, mal ohne Kopfhörer laufen gehen, aber dafür mitbekommen, was so in der Umgebung herum passiert, und damit ist man eben auf Nummer sicher unterwegs und es kann viel weniger schief gehen. Du hast es sicher schon oft gesehen, wenn du im Auto fährst und du zum Beispiel gegen die Verkehrsschilder leuchtest, dann reflektieren die sehr viel Licht. Und das gibt es auch bei Laufleimern, nämlich oder Laufjacken. Nämlich diese Reflektoren, die genau dann, wenn Licht drauf einfällt, dieses zurückreflektieren und dem Autofahrer, Fahrradfahrer oder sonst jedem Objekt, was auf dich zukommt, kennzeichnen, dass da etwas vor einem ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Laufjacke anziehst oder ein Laufleiber, was hier auf den Ärmeln und am Rücken und vorne vielleicht so ein paar Streifen hat, die eben reflektieren, dann bist du schon besser sichtbar. Das Ganze kannst du zum Beispiel auch auf der Hose dann verwenden. Und so bist du auch im Straßenverkehr, solltest du mal eine Straße überqueren oder auf einem Radweg ohne Beleuchtung laufen, wo zum Beispiel Fahrräder unterwegs sind, besser erkenntlich. Und du läufst nicht so schnell Gefahr, dass du mit irgendjemandem kollidierst, weil du eben sichtbar bist. Wenn du jetzt sagst, ja, Reflektoren schauen weniger gut aus, das stimmt heute eigentlich nicht mehr, weil es gibt schon echt fancy Gewand, wo diese Streifen direkt eingearbeitet sind, im Design integriert sind und es nicht mehr so ganz hässlich ausschaut, wie zum Beispiel eine Warnweste. Damit auch weniger passieren kann, solltest du auch lieber eher Strecken verwenden, die du schon gut kennst, wo du schon oft gelaufen bist, gerade auch wenn es hell war. Außerdem solltest du schauen, dass du Strecken wählst, wo nicht das Gelände komplett unwegsam ist, wo du leicht umknöcheln kannst, weil dann kannst du dich verletzen. Wenn du dich im Dunkeln verletzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich schnell jemand findet, auch geringer. Deshalb einfach lieber auf Strecken bleiben, die du kennst, wo du weißt, was als nächstes kommt, die am besten auch irgendwie ausgeleuchtet sind, weil so kann dann wirklich wenig passieren. Und außerdem kannst du immer jemandem Bescheid geben, dass du jetzt laufen gehst. Sag einfach, ich gehe jetzt für 50 Minuten laufen, dann wissen die anderen Bescheid. Und wenn du wieder zurück bist, dann meldest du dich einfach kurz wieder zurück. Und so kann auch viel weniger passieren. Solltest du am Abend alleine unterwegs sein, dann gib auf jeden Fall jemandem Bescheid, wo du dich aufhalten wirst. Generell, wenn du alleine laufen gehst, ist es immer mal gut, dass du jemandem sagst, was deine ungefähre Runde ist, wie lang du laufen wirst. Falls etwas passiert, kann man dich dann besser finden. Aber eben gerade am Abend macht es das Ganze noch schwieriger und da ist es dann deshalb auch sinnvoll, dein Handy mitzunehmen, weil dann kannst du im Notfall Hilfe rufen, kannst schauen, wo du bist, wenn du die Orientierung verloren hast, weil du natürlich nicht mehr so weit siehst und keine Orte, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Wald läufst, siehst du nicht mehr weit. Am Feld erkennst du keine umliegenden Orte mehr so gut und das ganze Distanzgefühl ist anders. Und da kann es mal schnell passieren, dass du dich verirrst. In der Nacht wird es dadurch auch noch schneller kühler und du kannst dann schnell Gefahr laufen, dass du unterkühlst. Und deshalb ist es immer besser, wenn du hier ein Handy für den Notfall dabei hast, weil du weißt nie, was auf dich zukommt. Und da bist du dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und hier für Handys gibt es auch schon verschiedene Taschen am Ärmel, hinten in der Hose, wo du dein Handy gut verstauen kannst. Und es muss ja nicht immer dein großes Smartphone sein. Es reicht ja dann auch, wenn du deine SIM-Karte zum Beispiel fürs Laufen in ein altes Handy tust oder hier zum Beispiel einfach nur eine Wertkarte nimmst, die du in ein älteres Handy hineintust. Da musst du auch nicht Angst haben, dass dieses nass wird oder sonstiges. Das waren sie auch schon wieder, unsere vier kurzen Tipps, wie du einfach ein bisschen sicherer beim Laufen unterwegs sein kannst. Wie immer versuchen wir hier kompakt und einfache Tipps für dich vorzubereiten, die du auch leicht in die Tat umsetzen kannst. Wir zwei sind das perfekte Beispiel gerade. Meine Kleidung wäre jetzt eher schlecht für einen Dauerlauf oder einen Lauf im Dunkeln. Eine weiße, helle Kleidung eignet sich da schon etwas besser. Und wenn du dann zum Beispiel noch eine Stirnlampe aufsetzt, dann kannst du auch schauen, dass diese ein Rücklicht haben, weil dann bist du auch von hinten gut erkenntlich.
Wir wünschen natürlich, dass dir nichts passiert beim Laufen und wünschen weiterhin ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt auch noch von meiner Seite. Tschüss und Baba.